Ärgern Sie sich auch über die lange Bearbeitungsdauer von Rentenanträgen bei der DRV? BAS kritisiert deutsche Rentenversicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Bundesamt für Soziales, BAS, hat den Tätigkeitsbericht 2021 veröffentlicht und spart nicht mit Kritik gegen die deutsche Rentenversicherung Bund. Im Jahr 2021 gab es deutlich mehr Kundenbeschwerden gegenüber der deutschen Rentenversicherung beim BAS. Das BAS bearbeitet Beschwerden gegen Sozialleistungsträger, nimmt die entgegen und versucht dann, Beschwerden auch entsprechend zu bearbeiten und den Kunden zu ihrem Recht zu verhelfen. So haben sich die Menschen, viele Menschen, über die zu langen Bearbeitungszeiten bei Rentenanträgen wie Altersrenten, EM-Renten und Hinterbliebenenrenten gegenüber der deutschen Rentenversicherung Bund beim BAS beschwert. Ein Chaos bei der Scanstelle und die hierdurch eingetretenen Verzögerungen. Weiterhin gab es Verzögerungen bei der Gewährung von Übergangsgeld und die mangelnde telefonische Erreichbarkeit bei der DRV. Dagegen hat sich die Deutsche Rentenversicherung Bund mit einer Stellungnahme am 3.8.22 gewehrt. Ist alles nicht so schlimm. Wir haben alles jetzt im Griff. Da muss ich sagen, liebe Leute von der Deutschen Rentenversicherung, das stimmt so nicht. Wir erleben hier in unserer Kanzlei Chaos bei Ihnen, bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Selbst Mitarbeiter, die wir ab und zu mal an der Leitung haben, sagen uns, es macht keinen Spaß mehr, bei Ihnen zu arbeiten. Es funktioniert nichts, veraltete Technik, Rentenanträge stapeln sich und können nicht bearbeitet werden, weil Mitarbeiter ständig krank sind, ständig ändern sich irgendwelche Systeme bei Ihnen, ständig werden Zuständigkeiten geändert, die Mitarbeiter sind im Urlaub und vor allen Dingen, was jetzt auch bei Ihnen durchschlägt, dass viele Kolleginnen und Kollegen in Rente gehen und kein Ersatz mehr da ist. Es herrscht allgemein sehr schlechte Stimmung bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der DRV, so hat es mir eine Kollegin von Ihnen persönlich am Telefon gesagt. Wir erleben in unserem Büro fast täglich, dass nachweislich von uns versandte Rentenanträge mit 40 und mehr Seiten auf einmal nicht mehr da sind. Dann kriegen wir ein Schreiben von der Rentenversicherung, zwar mit der Eingangsbestätigung des Rentenantrags, aber mit der Bitte, doch mal sämtliche Formanträge dahin zu schicken. Haben wir doch schon gemacht. Einfach nicht da. Oder Telefonnummern, Faxnummern ändern sich. Oder wir haben ständig mit neuen Mitarbeitern zu tun. Oder die Zuständigkeiten der Rentenversicherung ändern sich. Das heißt also, wo früher mal die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Paracelsusstraße in Halle zuständig war, ist es jetzt auf einmal die MD in Erfurt. Können wir uns nur am Kopf fassen und sagen, was ist da eigentlich los? Ein Unding, wenn die DRV behauptet, es sei alles besser geworden, das können wir so nicht bestätigen. Bearbeitungszeiten von Rentenanträgen sechs und mehr Monate sind wirklich keine Seltenheit. Hoffentlich ändert sich an den Umständen der DRV etwas. Die einfachen, normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen wir es zu tun haben, können uns wirklich nur leid tun. Sie müssen die Suppe auslöffeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es gibt da so ein Sprichwort, der Kopf fängt immer zuerst an zu stinken. Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen der DRV dieses Mal ein wenig zu Herzen nehmen. Näheres zum Thema Rentenanträge und deutsche Rentenversicherung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.